Willkommen bei Gametainment. Es wird wieder ausgepackt und heute schauen wir uns mal das Volcano Erebus Black Mousepad aus dem Hause Modcom an. Schauen wir erstmal auf die Kiste hier, auf das Kartönchen. 900x420x3 mm. Dünner Stoff, splashproof, also da darf vermutlich auch einfach mal ein bisschen Wasser drauf ausgeben, kein Problem. Und stitched edges, das heißt gekettelte Seiten, anti-slip. Also man fällt nicht, wenn man drüber läuft. Ist gut. So, und ja. Noch ein paar Infos, also nicht wirklich viele Infos. Und nochmal Logo, holen wir das Ganze mal raus hier. Ist also auch das allererste Mal, dass das gute Stück hier rauskommt. Ist halt echt groß. Mit 90 cm. Kriegen wir es so gerade hier drauf. Das Case mal weg. Also fühlt sich wirklich gut an. Wer so ein Ding schon mal in der Hand hatte. Sagen wir, hier oben haben wir einmal nochmal nicht das Firmenlogo, sondern Volcano steht da drauf. Also nicht Modcom. Hätte ich jetzt erwartet, dass da nochmal Modcom steht. Und die Unterseite ist so gut geriffelt hier. Da rutscht gar nichts weg. Also das passt. Riecht nicht chemisch. Das ist sehr positiv. Haben wir ja häufig, wenn man solche Dinge auspackt. Die schimpfen sich ja Deskmat in der Regel und nicht Mousepad. Dann riechen die tatsächlich ziemlich chemisch. So, das Ganze gekettelt. Einmal rundherum gekettelt. Verarbeitung scheint mir in Ordnung. Hier sieht man, dass es ein bisschen doppelt gekettelt wurde. Aber da ist vermutlich der Anfang sowie der Ende. Und den muss man ordentlich abschließen. Ja. Bin gespannt, wie sich das Ganze dann im Einsatz macht. Wir haben ja schon ein paar Deskmats und große Mousepads im Einsatz. Also das Obermaterial, das fühlt sich hier so ein bisschen, ja, nicht super glatt, sondern so ganz, ganz leicht rau an. Da werden wir gleich mal schauen, wenn wir eine Maus haben und werden wir das entsprechend mal testen. Ja, das war's auch schon, denn viel mehr gibt's jetzt bei diesem Mousepad gar nicht, sich anzuschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst mal gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Video.